Wir zeigen dir in diesem Video eine richtig starke und günstige Prime Moments Icon für den Sturm. Und zwar geht es um Luis Hernandez, eben in der 91er Version. Der kostet aktuell nur 280.000 und das ist für die Karte echt richtig heftig. Wir zeigen dir gleich, wie er sich in-game angefühlt hat. Erstmal zu den Werten. Luis Hernandez kommt ja aus Mexiko, er hat 4 schöne Skills, 4 schöne Weak Foot, dazu die Arbeitsraten hoch Mitte. Das ist für einen Stürmer alles sehr solide. Dann ist Hernandez ziemlich schnell und hat dazu richtig gute Schusswerte. Hier ist das Stellungsspiel und der Abschluss richtig stark. Die Passwerte sind eher schlecht für den Offensiven. Das ist aber bei einigen Stürmer-Icons so. Auf diesen Punkt kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Dazu hat er noch ganz gute Dribbling-Werte, vor allem die Beweglichkeit ist hier gut. Klar haben aktuelle Tots-Karten hier teilweise bessere Stats. Dann hat Hernandez noch richtig gute Kopfballwerte, die Ausdauer und die Stärke sind hier nicht ganz so gut. Wie war er jetzt also in-game? Wir müssen sagen, er war wirklich überragend. Besonders auffällig war seine Beweglichkeit, er war einfach im Dribbling richtig stark. Er ist auch gar nicht mal so groß, wie man denkt, das hat sich in-game einfach richtig krass angefühlt. Dazu hat er aber eben auch noch einen richtig starken Abschluss. Der war immer richtig souverän, man konnte mit ihm aus den verschiedensten Lagen schießen, auch mit beiden Füßen, das war wirklich richtig stark, vor allem eben kombiniert mit diesem krassen Dribbling. Die Füße war auch deutlich stärker als auf der Karte, man hat diesen gewissen Icon-Bonus eigentlich immer gemerkt. Er hat sich hier und da einfach nochmal besser durchgesetzt. Die Flanken und Pässe waren auch richtig stark, obwohl das in seinen Stats, wie gesagt, nicht so gut aussieht. Er hat einige Assists gesammelt und hat wirklich richtig krasse Pässe rausgehauen. Dazu stand er auch, wie man es von einer Icon halt gewohnt ist, immer richtig gut oder ist richtig gut eingelaufen. Bevor wir zum Fazit kommen, wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass doch jetzt gerne mal ein Like auf dieses Video da, damit kannst du uns echt unterstützen. Kommen wir mal zum Fazit. Wie du vielleicht schon rausgehört hast, hat uns die Karte richtig überzeugt. Wir würden hier im Gesamtrating auch nochmal hochgehen auf eine 91. Für uns war es einfach ein kompletter, richtig nicer Stürmer. Auch wenn es in den Werten auf den ersten Blick gar nicht mal so aussieht. Wir würden hier in einigen Sets hochgehen. Zum einen beim Schuss, hier war er wirklich richtig stark, aber auch beim Passen und bei den Physiswerten. Hier kommt er ja auf seine Karte echt schlecht weg. Dazu würden wir auch im Dribbling hochgehen, das war einfach für einen Stürmer richtig nice. Auf unserer Preis-Leistungs-Skala bekommt er von uns auch eine 9 von 10. Klar sind Icons immer teuer, aber die Karte hat uns richtig überzeugt. Leider ist er jetzt etwas gestiegen, er war aber auch schon mal bei 200.000 und dafür ist er echt richtig stark. Zumal man ihn als Icon ja auch echt gut verlinken kann. Hast du ihn anders schon gespielt? Oder hast du es jetzt noch vor? Schreib uns deine Meinung auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.